Oh, schon wieder zwei der dicken Lokos. Okay, und hier ist dann wahrscheinlich schon Endstation. Was machen wir hier denn dann? Nicht gut. Gut, wir haben die Ventilatoren zum Laufen gebracht und... Oh mein Gott, jetzt fliegen da Tellaminen rum. Die wir wahrscheinlich benötigen, um die Gegner zu vernichten. Magst du die Tellaminen? Hier. Genau die. Nein, die mögt ihr auch nicht, ne? Schade. Lauf doch drüber. Komm. Zwei für jeden. Einer für jeden. Okay. Pussies. Ich bin schon mehrmals über andere drüber gelaufen. Eieiei. Wo nehme ich die Tellamine denn jetzt her? Ja, ich muss mich, glaube ich, etwas umsehen. Zeit, sich umzusehen. Hier ist nur Geroll. Das ist gar nicht schön. Na gut. Muss ich vielleicht nochmal versuchen, den Schalter zu betätigen. Aber die sind schnell. Ich kann den Schalter nur einmal betätigen. Wow. Jetzt wäre ich fast wieder in Tellamine reingelaufen. Was soll ich denn dann machen? Verwirrung. Verwirrung. Ach so. Jetzt erschließt es sich mir. Das ist ja einfach. Na, wenn sie treffen würden. Ich muss den Ball irgendwie nach hier hinten platzieren, damit ich die im richtigen Moment dahin locken kann. Ach so, wegen dem Wind wird die Kugel auch zurückkommen. Na gut, verstanden. Das wird interessanter, als ich dachte. Und, au, das interessiert die gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Nochmal. Ja, und noch ein drittes Mal. Jawohl. Boah. Sehr schön. Das war ja doch sehr knapp gewesen. Und das heißt, die große Tür ist auch offen. Wunderbar. Wunderschön. Diese Architektur. Vor allem, wie viel das hier ist. Checkpoint, aber keine Heilung. Das ist schade. Ich schaue mir die Sachen mal von oben an. Tellamine. Ich mag keine Tellamine. Die schmecken nicht. Und wenn man den Teller dann aufgegessen hat, dann regnet es irgendwann trotzdem. Zwar kein Regen, dafür aber haufenweise Körperteile. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch mehr Tellamin. Das sieht leer aus. Mein Gott. Das ist interessant, was die hier alles aufgebaut haben. So. Das erste Geheimnis von drei haben wir hier in Kahua 2 gefunden.
Wieder mit so einem komischen Namen. Ixtlilton. Ixtlilton? Ist das richtig? Oder? Ixtlilton, ja. Eine andere Aussprache fällt mir nur nicht ein. Ich bin der Sohn Quetzalcoatls, der gefiederten Schlange. Hier liegt, was einst mein Reich gewesen. Es soll bekannt werden, dass wir einst groß waren und unter allem, was lebt, die Lieblinge der Götter. Lasst es bekannt werden, dass sie uns ein Geschenk machten, das uns zu den Herrschern der Welt erhoben. Was? Das uns zu den Herrschern der Welt erhoben. Okay, erhob. Ach so, das Geschenk. Aha, okay. Entschuldigung. Wir bestritten diese Welt und alles, was wir berührten, würde zu Gold. Mögen all jene, die uns finden, unserer gedenken und erzittern. I'm afraid. Also hier ist Sackgasse, aber dort hinten ist noch so ein... eine Lore, so ein Fahrzeug. Aber dahinter kommt man gar nicht. Schade. Komm ich hier drauf? Tatsache, das geht. Aber... doch. Yeah! Direkt 2. Sehr gut. Oma Kattel, Geheimnis 2 von 3. Als auch die letzte... als auch die letzte Flamme des Krieges erloschen war, begann der Ball zu summen. Von dem Moment, da er genommen war, war auch unser Schicksal besiegelt. Die Gottlosen suchten den Ball vor den Armeen des Königs. Die Gottlosen suchten den Ball vor den Armeen des Königs zu verbergen, und ihre weisesten Erfinder erdachten einen Weg, das Königreich von innen zu versiegeln. Die Wände wurden zu einem mechanischen Grab, kann nicht lesen. Die Wände wurden zu einem mechanischen Grab und der Ball zu einem Schlüssel. Gut, so kriegen wir jetzt nach einiger Zeit doch mal wieder etwas Hintergrundgeschichte mit. Nachdem ich in den restlichen Parts ja so verkackt habe, was das angeht. Ja, okay, ihr seid 3 Stück. Aber der Ball war doch hier unten irgendwo, ne? Dort ist er. Mein lieblicher Ball. Mein Spielgefährte. Mein Mordinstrument. Und tschüss. Noch 19 Lebenspunkte, das ist nicht so viel. Die Tür geht auf. Oh nein. Und wir finden... wir müssen hier wahrscheinlich wieder gegen Wächter kämpfen. Ich hoffe, dass das letzte Geheimnis noch vor uns liegt. Und natürlich, dass wir dies finden. Weil dann wäre dies das erste Kapitel, in dem wir alle gefunden hätten. Da leuchtet was, da will ich hin. Ball, komm hierher. Ich benötige deine Hilfe. So. In der Hoffnung, dass uns... ach so, von hier rutsche ich ab, oder? Mal so versuchen. Na, so komme ich da wohl nicht drauf. Das ist schwierig. Hab. Mist. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will... nee. Das ist nicht so einfach. Und irgendwie kriege ich das gerade nicht hin. Schaue ich mir das hier mal an. Das sieht etwas zu heiß aus, als dass ich gerne da reingehen würde. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich wieder Frontfußvolk, welches uns angreifen will. Und das geht auf. Nicht. Auch gut. Dann wird das später aufgehen. Oh. Da geht's durch. Ein kleiner Gang.
Was wir hier finden, ist verschlossen. Hm. Aber das hat doch bestimmt auch seinen Sinn. Also nicht, dass es verschlossen ist, sondern dass dort irgendwo noch etwas ist. Nicht auf die Tellaminen treten. Könnte sehr ungesund sein. Komm ich hier vielleicht drauf? Ja, drauf komme ich aber rein. Nicht wirklich. Na. Ich muss wahrscheinlich versuchen, mit dem Ball hier weiterzukommen. Und der hat sich jetzt wahrscheinlich wieder festgefahren. Yep, hat er. Das ist jetzt eine etwas langweilige Stelle, weil ich hier jetzt gerade versuche, ein paar Sachen auszuprobieren. Ja, ich komme zumindest drauf. Von hier aus. So. Ich muss ein bisschen mehr justieren. Jetzt müsste das reichen. Also wenn ich dort reinkommen könnte. Jawohl. Dann kommen wir hier durch. Und so kommen wir wahrscheinlich auch zum Geheimnis oder in unseren Tod. Ist ja schon unheimlich hier unten. Okay, kleines Labyrinth mit Tellaminen. Nicht sehr schön. Und hier ist auch nichts weiter. Schauen wir hier mal vorbei. Hier sind Tellaminen, das heißt, hier kommen wir nur mit viel Schaden von der Seite durch. Mein Gott. Der Johnny ist der einzige Mensch, der auf die Idee kommt, hier durchzuspringen. Wie viel Schaden macht so eine Tellamine eigentlich? Ich will es eigentlich nicht herausfinden, aber wir haben nur noch 19 Leben. Das ist etwas wenig. Yes! Das dritte und letzte Geheimnis! Geheimnis 3 von 3! Das erste Kapitel, in dem wir alle drei alle Geheimnisse haben. Nicht alle drei, weil es gibt ja verschiedene Anzahlen. Yay! Zipactonal. Geheimnis 3 von 3. Wir nahmen ihnen den Ball, die Quelle ihrer geheimnisvollen Macht. Aus den Heiligtümern des verbotenen Ortes stahlen wir ihn, der uns die Gabe gegeben. Wir waren eingebildet und wir lagen falsch. Der Ball muss ihnen zurückgebracht werden. Wir müssen unsere Fehler berichtigen, für das Heil unserer Seelen und das unserer Kinder. Ja, sehr schön. So haben wir wieder etwas Plot, was gut zusammenpasst. Ach so, das ist hier der Aufstieg, damit wir... Hilfe! Wäre ich ja fast wieder in eine Tellamine reingejumpt. Okay. Wir haben Geheimnis 3 von 3 gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt wieder dem Spielverlauf widmen. Wir beschäftigen uns ja immer noch mit dem Plot, wenn wir Geheimnisse finden. Weil das gehört alles zur Geschichte. Tja. Das hörte sich gerade ein bisschen komisch an.